zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. This is the motto of the show Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today, they offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute habe ich mich wieder eingefunden, die nächste Lesung zu machen von diesem fantastischen Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear in Band 1 Ursprung und Organisation der Inquisition. Und wir befinden uns am Ende des ersten Kapitels und ich werde mal sehen, je nachdem in welcher Stimmung ich bin, ob ich das zweite Kapitel heute auch noch anfange. In dieser Lesung oder ob ich das in einer neuen Lesung mache. Weil man muss ja im Grunde nicht jedes Mal, wenn ein Kapitel aufhört, ein Video aufhören lassen. Zumal ich hier gerade mal 5 oder 6 Seiten zu lesen habe bis zum Ende. Und von daher mal schauen, wie das geht. Nun, letztes Mal in Teil 6 haben wir aufgehört auf Seite 56 oben. Ich gehe aber nochmal eben ein wenig zurück, um uns in die Richtung reinzubringen. Und das Video heute kann man eigentlich nennen, die Meinung der Zeitgenossen. Darüber handelt nämlich eigentlich der letzte Teil dieses ersten Kapitels in diesem ersten Band. Also fange ich nochmal an, in dem zweiten Absatz auf Seite 55 zu lesen und wir fahren da jetzt fort. Sogar die Beichte konnte man als Zaubermittel benutzen, um sich mit ihrer Hilfe der Entdeckung einer Schuld zu entziehen. Da nämlich die Teufel Kenntnis von jedem begangenen Verbrechen hatten und es durch den Mund der Teufelsbesessenen zu enthüllen pflegten, so benutzte man solche Geschöpfe häufig als Detektive gegen verdächtige Personen. Hatte aber ein Sünder seine Verbrechen mit gebührender Zerknirschung gebeichtet und Absolution erlangt,
dann löschte diese jede Kenntnis des der Verbrechen im Gedächtnis des Teufels aus. Eine Tatsache, die regelmäßig benutzt zu werden pflegte von solchen, die Furcht vor Entdeckung hatten. Selbst wenn der Teufel die Schuld schon enthüllt hatte, konnte der Verbrecher noch sogleich hingehen und beichten und dann voll Vertrauen zurückkommen und eine Wiederholung der Anklage fordern. Derartige Beispiele könnten fast bis ins Unendliche vermehrt werden, doch würden sie den Leser nur ermüden. Die angeführten sind wohl hinreichend, um die Erwartungen des damaligen Christentums zu veranschaulichen, das auf völlig heidnischer Grundlage aufgebaut war und von einer ganz unwürdigen Priesterschaft geleitet wurde. Das ist ja ein interessanter Punkt, den der Autor hier sagt, und das ist ja im Grunde genau das, was ich auch immer behaupte, was das Christentum angeht, das zwischen Anführungsstrichen, bitteschön, Christentum, dass es hier um eine Entartung des damaligen Christentums geht. Ja, es geht im Grunde gar nicht um das Christentum, es geht um eine heidnische Religion, die sich den Namen des Christentums umgehängt hat. Das ist nämlich die römisch-katholische Kirche. Sie ist nicht das Christentum. Als damals, da will ich doch nur mal ganz kurz eben drauf abschweifen, müsst ihr mir gestatten. Als damals Konstantin das Christentum zur Staatsreligion in Rom erklärt hat, da war nicht nur das Problem, dass man die Christen zu dieser Religion kriegen musste, weil ja gleich darauf der Sabbat von Samstag auf Sonntag geändert wurde von Konstantin. Nein, das Problem war vor allen Dingen, dass man eben die Heiden in dieses Christentum reinbekommen musste. Die Leute, die gewohnt waren, diese verschiedenen römischen Götter und Heiligen anzubeten, die musste man überzeugen, ins Christentum zu kommen. Also hat man die ganzen heidnischen Feiertage, später wie zum Beispiel Weihnachten, Christmas im Englischen, einfach christianisiert, hat die Heiden ihre Feste feiern lassen, aber hat das einen christlichen Namen gegeben. Deswegen heißt Weihnachten heute Weihnachten, oder besser gesagt Christmas im Englischen, Christ's Mass, ja, die Messe von Christ, weil das ein alter, heidnischer, saturnalischer Gebrauch ist, den die Heiden nur dann feiern wollten, wenn er angegeben war, nämlich am 25. Dezember. Also musste das Christentum etwas erfinden, um am 25. Dezember zu feiern. Weihnachten, wie wir es heute kennen. So einfach ist das. Das muss man halt nur verstehen. Die römisch-katholische Kirche ist nicht christlich und jeder Mensch, der voll Vertrauen am Sonntag in die Kirche geht und da betet und seine Religion, sein Glauben auslebt oder ausleben möchte, ist eine betrogene Person, weil er sich von den Traditionen des Menschen in dieser Kirche und von dem Aberglauben der römisch-katholischen Kirche einlullen lässt und damit nicht dem Gott dient, dem er eigentlich dienen will. Seine Absicht ist ja richtig, aber seine Mittel sind die verkehrten. Und deswegen sagt der Herr in Offenbarung 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Wir fahren fort, oben auf Seite 56. Das Gemälde, welches ich von den Beziehungen der Kirche zum Volke entworfen habe, könnte vielleicht als zu dunkel gehalten erscheinen. Gewiss, nicht alle Päpste waren wie Innozenz der Vierte und Johannes der 22. Nicht alle Bischöfe waren grausam und zügellos. Nicht alle Priester waren nur darauf bedacht, die Menschen an den Bettelstab zu bringen und die Frauen zu schänden. Auf vielen Bischofsstühlen, in vielen Abteien und in Tausenden von Pfarreien gab es zweifellos Prälaten und Pfarrer, die ernstlich danach strebten, Gottes Werk zu vollbringen und die noch verfinsterten Seelen ihrer Herden mit dem Licht des Evangeliums zu erleuchten, soweit der Aberglaube jener Zeit dies ermöglichte. Ja, und da möchte ich noch mal weiterhin einhaken, da möchte ich noch mal eine kleine Bemerkung drauf machen. In der Bibel steht geschrieben, sie werden dich verfolgen und sie denken, dass sie Gottes Werk tun. Diese Priester, die da falsche Lehren lehren, ohne es selbst zu wissen, weil sie kennen die Bibel selbst nicht, denken wirklich, dass sie Gottes Werk tun. Die gehen davon aus, dass sie wirklich gute Arbeit tun.
und dass sie dem Gott der Bibel dienen. Dabei dienen sie dem Gott dieser Welt. Der Autor fährt fort, aber das Schlechte trat weit mehr zutage als das Gute. Die demütigen Arbeiter blieben unbeachtet und anspruchslos, während Stolz, Grausamkeit, Sinneslust und Habgier sich breit machten und einen gewaltigen Einfluss ausübten. So wie ich die Kirche geschildert habe, erschien sie allen zeitgenössischen Männern, welche eine klare Einsicht und ein reines Streben besaßen. Wir müssen uns aber gerade die abstoßenden Seiten derselben vergegenwärtigen, wenn wir die Bewegungen verstehen wollen, welche damals in der Christenheit zutage traten. Es gibt kaum einen zuverlässigeren Zeugen über die Kirche des 12. Jahrhunderts als den sogenannten Heiligen Bernhard. Dieser aber wird nicht müde, den Stolz, die Bosheit, den Ehrgeiz und die Sittenlosigkeit, die überall herrschten, anzuklagen. Als Unzucht, Ehebruch und Blutschande die erschöpften Sinne nicht mehr befriedigen konnten, stieg man in seinen Gelüsten noch tiefer in den Abgrund der Entartung hinab. Vergebens, sagt der, zwischen Anführungsstrichen, heilige Bernhard, sind die Städte der Ebene Sodom und Gomorra durch das Rachefeuer des Himmels zerstört worden. Der böse Feind hat ihre Reste überall hin zerstreut, und die Kirche ist von ihrer verfluchten Asche angesteckt. Arm, bloß, elend, vernachlässigt und blutlos steht sie da. Ihre Kinder suchen sie nicht zu bekleiden, sondern zu entkleiden, nicht zu beschützen, sondern zu verderben, nicht zu verteidigen, sondern preiszugeben, nicht einzurichten, sondern zugrunde zu richten, die Herden nicht zu ernähren, sondern zu erschlagen und zu verschlingen. Sie fordern Geld für die Sünde, aber sie sorgen nicht für die Sünder. Zitat: Welchen Prälaten könnt ihr mir zeigen, der nicht lieber die Taschen seiner Herden leert, als ihre Laster unterdrückt? Ein Zeitgenosse des heiligen Bernhard, der Benediktiner Poto von Prüm, ergeht sich 1152 in ähnlichen Klagen, wenn er sagt, Zitat: Die Kirche eilt ihrem Untergang entgegen, und keine Hand rührt sich, um ihren Fall aufzuhalten. Es gibt keinen einzigen Priester, der würdig wäre, sich zum Mittler zwischen Gott und den Menschen zu machen und sich dem göttlichen Throne mit dem Rufe nach Gnade zu nahen. Ende Zitat. Der päpstliche Legat, Kardinal Heinrich von Albano, drückt sich in seinem Rundschreiben an die deutschen Prälaten vom Jahre 1188 ebenso kräftig, wenn auch weniger beredt aus. Der Sieg des Fürsten der Finsternis steht bevor, infolge der Verderbtheit des Klerus, seines Luxus, seiner Völlerei, seiner Vernachlässigung der Fasten, seiner Pfründenjägerei, seiner Hetz- und Falkenjagden, seines Spieles, seines Handels, seiner Streitigkeiten und vor allem infolge seiner Unenthaltsamkeit, so dass der Zorn Gottes im höchsten Grade erregt ist und die schlimmsten Ärgernisse zwischen Klerus und Volk hervorgerufen werden. Peter Kantor beschreibt um dieselbe Zeit die Kirche als angefüllt bis zum Rande mit allen weltlichen Unsauberkeiten, mit Habgier, Pflichtvergessenheit, so dass sie in dieser Hinsicht die Laien weit übertreffe. Er weist darauf hin, dass nichts die Kirche mehr schädige als die Tatsache, dass die Laien in ihrer Gesamtheit besser sind als der Klerus. Gilbert von Gambloux spricht sich in demselben Sinne aus. Die meisten Prälaten treten nicht infolge der Macht, sondern infolge der Bestechung und Begünstigung durch die Fürsten in die Kirche ein. Sie treten nicht ein, um zu nähren, sondern um ernährt zu werden. Sie treten nicht ein, um zu dienen, sondern um bedient zu werden, nicht um zu säen, sondern um zu ernten, nicht um zu arbeiten, sondern um zu ruhen, nicht um die Schafe vor den Wölfen zu schützen, sondern um noch schlimmer als die Wölfe die Schafe zu zerreißen. Die heilige Hildegard nimmt sich in ihren Prophezeiungen ebenfalls der Sache des Volkes gegen die Geistlichen an. Zitat: Die Prälaten sind Räuber der Kirche. Ihre Habgier verschlingt alles, was sie erreichen können. Sie machen uns mit ihren Bedrückungen arm und beflecken sich mit uns. Ziemt es sich, dass Tonsurenträger mehr Soldaten und Waffen haben als wir?
Ziemt es sich, dass ein Kleriker Soldat ein Soldat Kleriker ist? Gott hat nicht befohlen, dass der eine Rock und Mantel haben und der andere nackt gehen soll, sondern er hat geboten, dem einen den Mantel, dem anderen aber den Rock zu geben. Lasst also die Laien den Mantel haben und wegen der weltlichen Regel und gebt dem Klerus den Rock, damit er nicht das Nötigste entbehre. Ende Zitat. Einer der wichtigsten Gründe zur Berufung des großen Laterankonzils im Jahre 1215 war der Wunsch, die herrschenden Laster des Klerus zu bessern. Das Konzil nahm auch zahlreiche Kanons an, die auf die Unterdrückung der größten Missbräuche hinzielten, aber vergebens. Zu tief waren diese Missbräuche eingewurzelt, und 4 Jahre später sagte Antichrist Papst Honorius III. In einer Enzyklika an alle Prälaten der Christenheit, also des Katholizismus, er habe bis jetzt gewartet, um den Erfolg des Konzils zu sehen. Aber er finde, dass die Übelstände der Kirche sich eher vermehrten als verminderten. Zitat: Die Diener des Altares, schlimmer als in ihrem Kot liegende Tiere, brüsten sich wie in Sodom mit ihren Sünden. Sie sind ein Fallstrick und ein Verderben für das Volk. Viele Prälaten verzehren das ihnen anvertraute Gut und zerstreuen die Schätze des Heiligtums auf allen öffentlichen Plätzen. Sie befördern die Unwürdigen, sie vergeudern die Einkünfte der Kirche zum Nutzen der Schlechten und verwandeln die Kirchen in Konventikel ihrer Familien. Mönche und Nonnen werfen das Joch ab, zerbrechen ihre Ketten und machen sich widerwärtiger als Mist. So kommt es, dass die Ketzereien blühen. Es gürte jeder von euch sein Schwert um die Hüften und schone weder seinen Bruder noch seine nächsten Verwandten. Ende Zitat. Was aber war der Erfolg dieser ernsten Ermahnungen? Wir können uns einen Begriff davon machen aus der Schilderung, die der Bischof Robert Grosseteste von Lincoln in Gegenwart Antichristpapst Innozenz IV. Und seiner Kardinäle im Jahre 1250 von der Kirche entwirft. Wir können die Einzelheiten übergehen. Sie werden zusammengefasst in der Behauptung, die Geistlichen seien eine Quelle des Schmutzes für die ganze Erde. Sie seien Antichristen und Teufel, die sich als Engel des Lichts verkleideten und das Bethaus zu einer Räuberhöhle machten. Ja, also besser muss ich mal eben hier kommentieren, kann man das ja wohl nicht sagen, mit den gleichen Worten, mit denen auch die Bibel spricht, mit den gleichen Worten, mit denen auch Jesus Christus spricht, als er sagt, ihr habt aus meiner Kirche eine Räuberhöhle gemacht, und als Paulus in verschiedenen Stellen der Bibel warnt, dass der Antichrist bereits in der Wirkung ist und dass sich der Teufel verkleidet hat in einen Engel des Lichts und so weiter und so weiter. Alles das kam gerade eben in diesem kleinen Satz an Nennung. Nochmal, wir können die Einzelheiten übergehen. Sie werden zusammengefasst in der Behauptung, die Geistlichen seien eine Quelle des Schmutzes für die ganze Erde. Sie seien Antichristen und Teufel, die sich als Engel des Lichts verkleideten und das Bethaus zu einer Räuberhöhle machten. Als der ernste Inquisitor von Passau um das Jahr 1260 die Hartnäckigkeit der von ihm vergebens bekämpften Ketzerei erklären wollte, tat er es durch Aufstellung einer Liste, die entsetzlich ist in der Genauigkeit der Einzelheiten. Eine Kirche, wie er sie beschreibt, war ein erschrecklicher Fluch in politischer, sozialer, aber auch in moralischer Hinsicht. Ja? Die erwähnten Zeugnisse waren alle solche von Klerikern selbst. Die erwähnten Zeugnisse waren alle von solchen Klerikern selbst abgegebenen Zeugnisse. In welchem Ansehen die Geistlichen bei den Laien stand, beweist die Bemerkung Wilhelms von Puy-Laurent. Eine allgemeingebräuchliche Redensart lautete, Zitat, »Ich möchte lieber ein Priester sein, als so etwas zu tun.« Ende Zitat. Ähnlich wie wir sagen, ich möchte lieber gehängt sein, als so etwas zu tun. Es ist richtig, dass die Priester die gleiche Verachtung von Mönchen den Mönchen entgegenbringen, und der Abt Aimericus von Ancin erzählt uns, dass ein Kleriker sich nie in Gesellschaft jemandes zeigen würde, den er vorher im schwarzen Gewande des Benediktiners gesehen hätte.
aber Priester und Mönch waren beide in gleicher Weise verachtet bei dem Volke. Walter von der Vogelweide bringt die Gefühle, die das Volk für den ganzen geistlichen Stand vom Papst angefangen hegte, in folgendem Gedicht zum Ausdruck. Was hat der berühmte deutsche Dichter Walter von der Vogelweide gesagt? Zitat: Der Stuhl zu Rom ist jetzt wohl so besetzet, wie er durch Gerbert war, der ihn durch Zauberei verketzert. Der hat gegeben nur der Höll sein eigen Leben, doch dieser will sich ihr mit aller Christenheit ergeben. Was ruft man nicht auf ihn herab, den Himmel des Himmels Strafen, und fragt Gott, wie lang er wolle schlafen? Sie hintertreiben seine Werk und fälschen seine Wort, sein Kämmerer veruntreut seinen Himmelshort. Sein Mittler mordet mehr und raubet dort, sein Hirt wird zu einem Wolf, ihm unter seinen Schafen. Ende Zitat. Auf der anderen Seite von Europa hallte das Echo Walters wieder bei dem Troubadour Pierre Cardinal, der sich weitläufig über dasselbe Thema in einer Weise äußert, die zeigt, wie beliebt diese Schmähungen des Volkes waren und wie sehr sie dem allgemeinen Gefühle entsprechen. Zitat: Ich sehe, wie der Papst all seine Pflichten vernachlässigt. Er will sich bereichern, kümmert sich nicht um die Armen, die bei ihm keinen Zutritt haben. Sein Ziel ist, Schätze zu sammeln, sich bedienen zu lassen und sich auf Gold verbrämte Stoffe zu setzen. Deshalb widmet er sich als tüchtiger Geschäftsmann dem Handel. Für schönes, bares Geld verteilt er Bischofsmütze an die Leute seiner Umgebung. Uns aber schickt er Kollektensammler mit Bettelbriefen, die uns für Getreide und Geld Ablässe verkaufen. Die Kardinäle sind zweifellos nicht besser. Man sagt von ihnen, dass sie von früh bis spät unwürdige Geschäfte trieben. Wollt ihr ein Bistum? Wollt ihr eine Abtei? Dann bringt ihnen schnell viel Geld, und sie werden euch dafür einen roten Hut oder einen Bischofsstab geben. Wenn ihr nichts wisst von dem, was ein Priester wissen muss, was schadet es? Gelehrt oder ungelehrt, werdet ihr doch fette Pfründe bekommen. Hütet euch aber besonders vor Sparsamkeit bei euren Gedanken, denn das würde euren Erfolg hindern. Was die Bischöfe betrifft, so ziehen sie ihren wohldotierten Pfarrern unaufhörlich die Haut über die Ohren und verkaufen ihnen Briefe, die mit ihrem Siegel versehen sind. Gott weiß, ob es Not täte, solchen Gewohnheiten ein Ende zu machen. Und was noch das Schlimmste ist: Für Geld verleihen sie dem ersten Besten die Tonsur und bringen so allen Schaden, nicht nur uns, die wir die Opfer eines solchen Mannes werden, sondern auch den weltlichen Gerichten, die jede Gewalt über ihn verlieren. Bald wird es, das schwöre ich euch, mehr Kleriker und Priester als Ochsentreiber geben. Jeder entartet, jeder gibt ein schlechtes Beispiel. Diese Leute verkaufen um die Wette Sakramente und Messen. Wenn sie braven Laien, die nichts begangen haben, die Beichte abnehmen, so legen sie ihnen gewaltige Bußen auf. Sie hüten sich aber wohl, es mit den Konkubinen der Priester ebenso zu machen. Gewiss, dem Anscheine nach legen sie diese strengen Regeln auf, aber wenn ihr näher hinseht, leben sie noch einmal so gut als früher, da sie noch unter dem Dache ihres Vaters wohnten. Sie machen es wie die Bettelmönche, die unter der Hülle ihres Mantels die Welt täuschen und sich auf ihre Kosten nähren. Deshalb treten so viele Lumpen und Taugenichtse in die Klöster ein. Gestern noch hatten sie kein Brot, und heute bringt ihnen das Ordensgewand Renten ein und gewährt ihnen Tausende von Kniffen. Eine solche Religion musste die Ketzerei hervorrufen, eine solche Priesterschaft Empörung erwecken. Nur darüber muss man sich wundern, dass sie so spät erst zum Ausbruch kam und nicht allgemeiner geworden ist. Hier endet das erste Kapitel und beginnt das zweite Kapitel in dem Buch, die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Und das ist nur ein kurzes Video, ich weiß es, aber ich sitze hier heute auf dem Freitagabend und das Licht ist ganz schlecht und ich kann nicht gut lesen, deswegen habe ich mich hier und da ein wenig verlesen heute auch.
weil die kleinen Buchstaben mit diesem künstlichen Licht nicht so gut zu erkennen sind heute, zumindest. Meine Augen arbeiten nicht so gut mit. Deswegen möchte ich nochmal eben kurz einen kleinen Kommentar abgeben über einen Satz, den ich gerade eben nochmal gelesen habe. Oben auf Seite 61 lesen wir: Bald wird es, das schwöre ich euch, mehr Kleriker und Priester als Ochsentreiber geben. Das ist doch im Grunde das Problem. Viele Häuptlinge und keine Indianer. Jeder will ein Häuptling sein, aber keiner will den Indianer spielen. Es heißt so schön, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Und genau so ist das. Und wenn man den Leuten hier die Möglichkeit gibt, in die Kirche zu gehen, und wie eben hier zum Schluss der Satz hielte, deswegen treten so viele Lumpen und Taugenichtse in die Klöster ein, weil gestern hatten sie kein Brot und heute bringt ihnen das Ordensgewand Renten ein und gewährt ihnen Tausende von Kniffen. Ja, eine solche Religion muss natürlich die Ketzerei hervorrufen, eine solche Priesterschaft Empörung erwecken. Nur darüber muss man sich wundern, dass es erst so spät zum Ausbruch kam und nicht allgemeiner geworden ist. Nun, dieser Satz ist ein Satz, den man ganz leicht verkehrt verstehen kann, und deswegen möchte ich mit einer kleinen Erklärung dieses Video hiermit eben abrunden. Eine solche Religion musste die Ketzerei hervorrufen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir mal davon ausgehen, dass die römisch-katholische Kirche halt die, zwischen Anführungsstrichen, wahre Kirche ist. Und überhaupt eben eine Kirche. Sie behauptet von sich selbst, die wahre Kirche zu sein. Die Leute, die in ihr tätig sind, haben wir gerade eben gelesen, sind oftmals Lumpen, Betrüger und alle Sorten mehr oder weniger, zwischen Anführungsstrichen, Abschaum, die in die Kirche gehen, die kein Geld gemacht haben, die sich ihr eigenes Brot nicht verdient haben und sich dann von der Kirche ernähren lassen. Jetzt überleg doch mal, wenn ich dann gegen diese Praktiken spreche, als Mensch, dem mein Gewissen von Gott, von dem Gott der Bibel gesteuert ist, dann gehe ich doch gegen diese Praktiken an. Und diese Praktiken müssen natürlich sorgen dafür, dass sie das dann Ketzerei nennen, weil sie wollen sich ja weiterhin behaupten. Das heißt mit anderen Worten, die Inquisition wird doch nur zum Schutz der Institution der römisch-katholischen Kirche eingeführt. Da liegt die Basis, da liegt der Casus Knactus, der hier in diesem kleinen Satz vielleicht ein wenig versteckt, aber doch sehr deutlich gesagt ist. Eine solche Religion musste die Ketzerei hervorrufen. Die Ketzerei ist dann doch gar nicht mal, dass man sich auf den Gott der Bibel beruft. Die Ketzerei ist doch, dass man diese Missstände, die in dem Klerus und in der römisch-katholischen Kirche geherrscht haben, aufdeckt. Das ist die Ketzerei. Mit anderen Worten, meine lieben Brüder und Schwestern, Ketzerei ist die Wahrheit zu sagen. Wie eine euch bekannte Person mit dem originalen bürgerlichen Namen Eric Arthur Blair, euch besser bekannt unter George Orwell, mal gesagt hat: In Zeiten universellen Betruges ist die Wahrheit sagen ein revolutionärer Akt. Und das, was George Orwell da gesagt hat, ist nicht mal irgendwie neu gewesen, weil es steht hier schon in dem Buch von Henry Charles Lear. Eine solche Religion musste die Ketzerei hervorrufen, eine solche Priesterschaft Empörung erwecken. Natürlich musste eine solche Religion die Ketzerei hervorrufen, weil diejenigen, die ausgenutzt, betrogen wurden, waren in der Überzahl. Und die haben sich natürlich hier und da mal gewehrt. Und dieses Wehren musste man im Keime ersticken. Und das nannte man dann eben Ketzerei. Und das Ersticken nannte man dann eben Inquisition. Diejenigen, die diese Missstände aufgedeckt hatten, haben ein Gewissen, das sich, na, wie kann man das am besten sagen, das ein Gewissen, das Gott, den Gott der Bibel als Gewissen hat. Und das hat eben diese Religion nicht, wie wir gerade in den vorhergehenden Seiten ganz deutlich gelesen haben. Weil Lumpen, Taugenichtse, Betrüger, selbst Mörder, die in Klöster eingehen, sind ja nun nicht gerade die Heiligen der Bibel, oder? Eine solche Religion musste die Ketzerei hervorrufen, dass sie als Religion überhaupt noch bestehen konnte. Weil sonst wäre sie abgeschafft gewesen, und zwar eher früher als später. Wunschdenken, ich weiß.
Der Teufel würde seine Kirche natürlich nicht abschaffen, gesehen, kriegen. Das ist ja anders geschrieben. Aber der Punkt ist, dass die Kirche sich hier etwas hat einfallen lassen, was sie dann Inquisition nennt. Und das ist im Grunde der Punkt, den wir auch heute noch haben. Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß. Und jetzt sagt euch mal eben los von der Farbe. Das heißt nichts anderes als Recht wird Unrecht und Unrecht wird Recht. Und wenn ich Recht und Unrecht verdrehe, dann kann ich das nur, wenn ich mit meinem Geiste eine Religion folge, die des Satans ist. Und jeder normal denkende Mensch, der eben so ist, wie Gott ihn erschaffen hat und der nicht von irgendwelchen Dämonen besessen ist und der nicht irgendwie Bösartiges im Kopf hat, jeder normal denkende Mensch kann sich damit nicht identifizieren, wird damit zum Ketzer und wird damit zur Gefahr des, wie wir es heute nennen, Establishment. Und wenn ich heute noch selbstständig denke, wenn ich mir die wahre Geschichte aneigne, anlerne, die mir in Schulen und sonst wo nicht gelehrt wird, dann bin ich eine Gefahr. Dann werde ich zu einem Terroristen. Dann werde ich zu jemandem, der Anti-Establishment, gegen das Establishment ist, gegen die etablierte Macht und Kraft auf dieser Welt ist. Gar nicht mal, weil ich gegen die Menschen persönlich bin, aber gegen das System. Nur das System beschützt deren Reichtum und Handeln. Und da kann ich als ehrlicher Mensch nicht mit leben. Ich muss das aufdecken. Und dann werde ich von dem System verfolgt. Als Gegner des Systems, der ich ja auch bin. Weil ich mich diesem korrupten System nicht unterwerfen will. Ich kann mich nicht vereinnahmen lassen mit Lug und Betrug und Unzucht und Sodomie. Das will ich nicht. Mein Gewissen lässt das nicht zu. Und wenn dein Gewissen das auch nicht zulässt, dann bist du genauso ein Heretiker, ein Ketzer, dann bist du genauso ein Terrorist gegen dieses Regime, weil dieses Regime wird jeden vernichten, der gegen es vorgeht. Es geht nur um Machterhalt. Und gefährlich sind diesem System ganz besonders die Leute, die wirklich durchschauen, die die Wahrheit erkannt haben. Und es gibt nur eine Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die Jörg spricht, das ist die Wahrheit, die der Herr spricht. Und wenn wir uns auf die Wahrheit berufen, auf das gesprochene und geschriebene Wort des Gottes der Bibel, dann sind wir Terroristen in Augen des Establishments. Und dann muss diese Religion, das Establishment, diese Ketzerei hervorrufen und gegen diese Ketzerei vorgehen mit Macht der Inquisition. Und im nächsten Kapitel behandeln wir die Häresie, das geistige Erwachen im 12. Jahrhundert, also schon vor der Reformation im 16. Jahrhundert, und werden uns damit weiterhin beschäftigen. Aber das musste ich eben nochmal loswerden. Entschuldigung, dass ich jetzt halt nach einer halben Stunde abbreche, aber mit meinen Augen geht das heute wirklich nicht so gut, das zu lesen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch was gebracht hat, dass es interessant fand. Und danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten, beschützen und segnen und begleiten auf all euren Wegen. Jörg von Jockler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. His name together, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Let's magnify the Lord so that he is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt his name together. Magnify.